Bezirksgericht Potsdam. 10. Dezember 1955. Urteil im Verfahren wegen vierfachen Mordes. Angeklagter Wilhelm Antonius Wehren, geboren am 30. Mai 1918 in Essen. Tatort: Herzsprung bei Wittstock-Dosse. Tatzeit: 30. April 1945. Opfer: Häftlinge polnischer Nationalität, Identität unbekannt. Willi Wehren ist 21, als der Krieg beginnt. Im Sommer 1939 wird er zur Wehrmacht eingezogen. In der Truppe fällt Wehren schon nach kurzer Zeit negativ auf. Wegen Beleidigung und Hehlerei stellt man ihn vor ein Militärgericht. 1943 wird ihm schließlich Wehrkraftzersetzung vorgeworfen. Wehren wird im Konzentrationslager Sachsenhausen interniert. Sein Schicksal scheint besiegelt. Doch schon im April 1945 wendet sich das Blatt erneut. Das Kriegsende naht. Das Konzentrationslager soll geräumt werden. Die SS setzt dafür auch Häftlinge als Bewacher ein. Auch Willi Wehren wird rekrutiert und erhält abermals eine Uniform. Er wird mit Karabiner und Munition ausgerüstet und einer Kolonne von 500 Frauen zugeteilt. Am 22. April machen sie sich auf den langen Weg Richtung Norden. Es ist der letzte Marschblock, der das Lager Sachsenhausen verlässt. Sie haben kaum mehr zu tragen als ihre dünne Häftlingskleidung. Nicht alle haben Schuhe. Viele laufen in Holzpantinen oder haben sich notdürftig Lappen um ihre Füße gewickelt. Sie laufen tagelang. Mal sind es 40, mal 20 Kilometer. Das Thermometer zeigt kaum über Null. Hier und da findet sich eine Scheune zur Übernachtung. Meistens jedoch schlafen sie im freien Feld. Indessen steigt Wehren weiter auf. Er erhält ein Motorrad. Als Gradmelder muss er die Verbindung zwischen den Kolonnen herstellen und er soll für die Versorgung seines Marschblocks sorgen. Der Marsch ist eine Tortur. Die Häftlinge sind geschwächt durch die lange Lagerhaft. Viele sind krank und ausgehungert. Wer dem Marschtempo nicht gewachsen ist, wird von der SS erschossen und in den Graben gestoßen. Mehr als 1000 Tote bleiben zurück auf den Straßen und Feldern. Wer kann, läuft immer weiter. Endlose Kolonnen des Elends ziehen über die Landstraße und durch die Dörfer. Es sind weit über 30.000. Jeder kann sie sehen. Kaum jemand hat Mitleid mit den Häftlingen. Nur die wenigsten finden den Mut, ihnen zu helfen. Die meisten reagieren mit Argwohn, Furcht oder Gleichgültigkeit. So auch im kleinen Ort Herzsprung in der Prignitz. Hier im Dorf hat sich Willi Wehren von seinem Kommando abgesetzt. Er trifft auf einen Mann namens Berger. Auch er ein ehemaliger Häftling, der eilig in eine Uniform gesteckt wurde, als der Todesmarsch begann. Wehren hat sich in der örtlichen Gaststätte einquartiert. Den Wirt kennt er noch aus alten Tagen. Wilhelm Lepin ist ein wichtiger Mann in Herzsprung. Ihm gehört das Gasthaus und er ist Ortsgruppenleiter der NSDAP. Hier im Dorf hat er das Sagen. Und die Bewohner folgen ihm bereitwillig. Es ist Montag, der 30. April. In den Vormittagsstunden kommt ein 10-jähriger Junge zu Lepin gelaufen, um Meldung zu machen. Seine Mutter habe in der Scheune 4 entlaufene KZ-Häftlinge gefunden. Lepin, Wehren und Berger eilen sofort zum Hof der Frau und finden 4 verängstigte polnische Häftlinge vor, denen es gelungen war, dem Todesmarsch zu entfliehen. Sie treiben sie aus ihrem Versteck. Wehren prügelt auf sie ein. Lepin findet einen Knüppel, auch er schlägt zu und brüllt: Macht, dass ihr hier rauskommt, ihr Schweine! Die 3 Männer beraten sich. Sie wollen keine Scherereien. Die Polen sind ihnen eine Last. Lepin entscheidet, es sei das Beste, sich ihrer zu entledigen. Musik
Eine Familie in Herzsprung macht sich bereit zur Flucht vor der heranrückenden Roten Armee. Vor ihrem Fenster hören sie plötzlich Geschrei. Die polnischen Häftlinge werden durch Herzsprung getrieben. Über die Dorfstraße, vorbei an den Häusern der Bewohner bis zum Ortsrand. Die Familie beobachtet die Eskorte, begleitet von Schaulustigen, darunter auch mehrere Kinder. Kurz vor der Kiesgrube, an einem kleinen, mit Bäumen bewachsenen Hang, kommt der Zug zum Stehen. In der Menge ist auch der Ortsgruppenleiter Lepin. Er hält sich etwas abseits, Zigarre rauchend, doch er verfolgt den Ablauf genau. Es beginnt ein Handgemenge. Einer der Häftlinge versucht zu fliehen. Willi Wehren verfolgt ihn und schießt. Der Getroffene geht zu Boden, aber er lebt noch. Mit dem Fuß dreht Wehren ihn um und tötet den Mann mit einem gezielten Genickschuss. Nun treiben Berger und Wehren die verbliebenen Häftlinge um den Hang herum zur Kiesgrube von Herzsprung. Was hier genau geschieht, entzieht sich den Blicken der Beobachter. Doch die Schüsse aus der Maschinenpistole hallen durch den ganzen Ort. Die Bewohner des Dorfes schauen reglos zu. 7 Zeugen geben später an, die Erschießung der KZ-Häftlinge direkt gesehen oder gehört zu haben. Sie bekunden, dass weitere Leute aus dem Dorf die Geschehnisse aus unmittelbarer Nähe verfolgt hätten. Am 10. Dezember 1955 verurteilt das Bezirksgericht Potsdam Wilhelm Wehren wegen 4-fachen Mordes zum Tode. Ein Jahr später wird das Urteil umgewandelt zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Im August 1975 wird Wehren begnadigt und aus der Haft entlassen. Er geht nach Westdeutschland. Lepin wird im Mai 1945 von den sowjetischen Militärbehörden verhaftet. Als Funktionär der NSDAP kommt er ins Internierungslager. Im August 1948 wird er entlassen. Wegen der Morde in Herzsprung wird er niemals angeklagt. Das Verfahren gegen Lepin wird wegen geringer Schuld eingestellt. Er bleibt straffrei. Eine Denunziation. Eine Gefangennahme. Eine öffentliche Exekution. Mitten am Tag. Mitten im Dorf. Unter den Augen der Leute. Sie halten zusammen, auch über den mehrfachen Mord hinaus. Die Leichen werden eilig verscharrt und mit ihnen das Wissen um das grausame Ereignis. In Herzsprung kehrt allmählich Stille ein. Und schon bald erinnert sich niemand mehr an die polnischen Häftlinge, die hier im Ort erschossen wurden. Ihre Namen bleiben unbekannt.